warten in Chile. Was also soll man sie fragen, wenn man sie wirklich trifft? Was sollte die erste Frage sein, wenn sie einem entgegenläuft? Eine alte Frau. Treffen mit der einst mächtigsten Politikerin der DDR. Guten Tag, mein Name ist Adelhard vom Deutschen Fernsehen. Glauben Sie, es hätte vor 20 Jahren eine Chance gegeben, die DDR zu retten? Bitte? Ich habe nicht die Absicht, mit Ihnen zu sprechen. Oh. Wer, wenn nicht Sie? Sie waren 25 Jahre lang Ministerin. Als damals Willy Brandt sagte, es wächst zusammen, was zusammengehört. Da lachen Sie. Warum lachen Sie da? Was hält Sie davon ab, mit uns zu sprechen? Die ständige Hetze, die über die deutschen Medien, über die Bürger der DDR gestreut werden. Alles nur Hetze des Westens? Aber das war doch Ihre DDR, Ihre Propaganda, Ihr Staat, der seine Bürger eingesperrt hat. Treffen mit einer Frau, die nicht kritisiert werden will. Glauben Sie, dass der Sozialismus noch mal wiederkommt? Oder ist er mit der DDR untergegangen? Nee, der kommt wieder. Auch in Deutschland? Warum nicht in Deutschland? Mehr möchte sie mir nicht sagen und das muss ich respektieren. Dabei hätte ich noch viele Fragen gehabt.